frisierte französische Staffel dann doch schon weit, weit zurück. Oje, oje, das hätte ich nicht gedacht. Zuletzt in so überragender Verfassung in Oberhof zweimal Neunte, die junge Französin. Davor bei den französischen Meisterschaften gewonnen. Und jetzt muss sie abbiegen und muss 150 Meter Strafe laufen. Hier nochmal die Serie von Andrea Henkel. Sehr schnell hat sie geschossen. Klasse Serie mit leichter Rechtstendenz. Aber drin ist drin. Das ist Olga Medvedeva, auch eine sehr, sehr gute Schützin. Läuferisch würde ich mal sagen, müsste ihr Andrea Henkel ein kleines bisschen überlegen sein. Allesamt dicht beieinander, unglaublich die ersten 10 Staffeln innerhalb von 16 Sekunden. 0 plus 1 bedeutet dann also keine Strafrunde, einmal aber nachgeladen. 1 plus 3 bei Frankreich bedeutet, sie hat alle 8 Schüsse benötigt und hat doch nicht alles getroffen, musste einmal in die Strafrunde. Marie-Laure Brunet. Unglaublich, wie einfallsreich die Fans sind, was sie alles mithaben, um sich als Biathlon-Fanatiker, Fans, Freunde, Verrückte zu outen. Dem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. An der Spitze des Feldes jetzt Valentina Semerenko. Dahinter die Finnin Mäkäräinen und dann Andrea Henkel. Starke Generation, die da heranwächst. Daria Domracheva, der Weißrussin, mit den beiden Semerenko-Zwillingen, beide 22 Jahre alt, die den Gestandenen das Leben ganz schön schwer machen. Kleine Lücke hier zu Olga Medvedeva. Dann kommen die Nächsten, das ist die Schwedin Sofia Domeij, eine ehemalige Langläuferin. Und schon ein paar Jahre bei Wolfgang Pichler trainiert und in diesem Jahr enorme Fortschritte gemacht hat. Das hier ist Valentina Semerenko. Im vergangenen Jahr in Östersund Staffel Silber gewonnen, die Ukraine. Das war eine faustdicke Überraschung. Und hier Andrea Henkel. Zuletzt im Oberhof in der Staffel nicht mit dabei gewesen. Dann allerdings mit ihrer besten Saisonleistung als Sprintzweite von Oberhof hat sie sich die nötige Portion Selbstbewusstsein geholt. Und hier Kaiser Mäkäräinen, verdammt stark. Traut sich was zu, die 25-Jährige aus Joensuu, ganz in der Nähe der finnischen Biathlon-Hochburg Kontiolahti gelegen. Zuletzt auch aufsteigende Form nachgewiesen. War schon dreimal unter den besten 10 in diesem Winter. Kaiser Mäkäräinen, beste Platzierung. Der 6. Rang in Hochfilzen. Ende Dezember. Bei Finnland wird diese Position nicht zu halten sein. Leider die Finninnen noch nicht so ausgeglichen besetzt. Kaiser Mäkäräinen mit Abstand die stärkste. Und die soll sich hier auch mit den Besten der Welt messen. Deshalb auch vom Trainer auf der ersten Position eingesetzt. Da hat sie es mit keiner geringeren als der dreimaligen Weltmeisterin von Östersund zu tun, mit Andrea Henkel. Und hier sind wir wieder an der Wand von Ruppolding. Unglaublich, wie steil das hier ist. Mit welchem Karacho die hier hochgehen. Und die meisten schaffen es sogar dabei noch richtig locker auszusehen und zu gleiten. Immer wieder diese schnellen Wechsel dann. Währenddessen Sofia Domeij hier noch hinaufkommt. Vorbei übrigens an Olga Medvedeva. Hier die Norwegerin Ingstad Björk. Sind die anderen schon wieder auf der anderen Seite heruntergerauscht, haben die Linkskurve genommen und sind schon wieder in Richtung Stadion unterwegs. Sie hören es bestimmt im Hintergrund schon. Der Lärmpegel erschwillt wieder.
Das nächste Schießen steht an. Die ersten drei sind da und jetzt wartet der Stehendanschlag. Meter hinter ihnen die nächste Wand, nämlich die Wand der 12.000 Zuschauer. Die Scheiben 50 Meter entfernt und jetzt beim Stehendanschlag 11,5 Zentimeter im Durchmesser. Jetzt geht die erste auf die erste Bahn, also die führende. Jetzt sind die Startnummern unwichtig. Klasse. Andrea Henkel beginnt blitzschnell. Ja, sensationelle Serie. Klasse. Zweimal alles mit dem ersten Rutsch abgeräumt. Und schon geht die Taktik von Uwe Müßiggang wieder auf, eine der stärksten Schützinnen nach vorn zu stellen, die natürlich mit ihrem frischen Erfolg aus Oberhof sowieso sehr, sehr selbstbewusst hier angereist ist. Also unglaublich gute Vorstellung von Andrea Henkel hier. Zweimal an den Scheiben und jetzt Strafrunde für Valentina Semerenko. Also vorn sind Andrea Henkel und Kaisa Mäkerainen schon wieder unterwegs. Olga Medvedeva ebenfalls fehlerfrei geblieben, hat einen Rückstand von etwa 15 Sekunden. Und Valentina Semerenko, die fällt jetzt weit zurück. Die Norwegerin Anne Ingstad-Björk jetzt fertig mit dem Schießen und Semerenko jetzt raus aus der Strafrunde. Jetzt auch die Französin fertig, Marie-Laure Brunet, aber schon deutlich, deutlich zurück hinter Andrea Henkel. 30 Jahre alt. Weltcup-Gesamtsiegerin der Saison 2006-2007. Weltmeisterin von Östersund im Sprint, in der Verfolgung und mit der deutschen Staffel. Und heute wollen sie es den anderen zeigen. Heute wollen sie ihrerseits die Russinnen und die anderen unter Druck setzen. Vor den Weltmeisterschaften noch mal zeigen, sie können es noch. Das hier ist Sofia Domeij, die junge Schwedin. Ernst Kölschwick kommt sie. Im November 2005 hat sie zum ersten Mal ein Biathlonrennen bestritten, vorher Langläuferin. Schon vor zwei Jahren mit den Bestzeiten im schwedischen Team und sie konnte es nicht rumbringen. Aufs Schießen, Wolfgang Pichler ist fast verzweifelt, hat gesagt, sie kann es doch. Im Training hat sie schon oft gezeigt, aber im Wettkampf, immer dann, wenn sie gut in der Konkurrenz liegt, dann versagt der Kopf. Also die Vorstellung von Kaisa Mäkerainen, die imponiert mir hier genauso wie die von Andrea Henkel. Das ist einfach großartig. Die Finnin schlägt sich hier unglaublich gut. Hat sich jetzt sogar ein ganz kleines bisschen absetzen können von der Tür. Sofia Domeij, die Schwedin, hatten wir gesehen, vorbei an Olga Medvedeva. Also klasse Position der Schwedinnen, die sich sehr, sehr viel ausrechnen heute mit Helena Jonsson, mit Anna-Karin Olofsson und Anna-Maria Nilsson. Hier die Chinesin Wang Chun-Li, die so stark begonnen hatte, dann aber doch einige Federn lassen musste beim Schießen. Die Rückstände doch jetzt schon relativ groß, die starke italienische Schützin Michela Panza mit fast 48 Sekunden Rückstand. Und dort hinten erst Norwegen. Über eine Minute der Rückstand schon von Anne Ingstad-Björk. Das ist erstaunlich. War zuletzt relativ stark. Und hier Kaisa Mäkerainen. In früheren Jahren auch des Öfteren im Sommer unterwegs gewesen, sogar zweimal Weltmeisterin im Sommerbiathlon.